Herzlich willkommen hier zurück bei Victoria 3 in Afghanistan inzwischen. Wir waren mal Kabul, aber das war einmal. Jetzt sehen wir erstmal zu, dass wir hier weitermachen und hier noch mehr Bürokratie produzieren. Tja, wer hätte gedacht, dass Afghanistan irgendwann mal das Land der Bürokratie werden würde. Nach wie vor versuchen wir natürlich immer noch, unsere Beziehungen zu den Ottos, die unsere Lehnsherren sind, so sehr zu beschädigen, wie es nur geht. Mir gehen allerdings gerade eben so ein klitzekleines bisschen die Ideen aus, wie ich das alles noch machen könnte. Weil die uns leider hier alles Erdenkliche im Grunde schon, ja, wie soll ich sagen, ermöglicht bzw. nicht ermöglicht haben. Diplomatieforderungen, die auf Staaten abzielen. Kann ich mit denen einen Krieg anfangen, aber den kann ich ja eigentlich nicht gewinnen. Oder aber wäre es eine Idee, warte mal, das hier ist ja Basra. Kann ich von denen Basra fordern? Nee, kann ich nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ja, das ist schön, dass diese Optionen mir hier gezeigt werden, ich aber definitiv niemals tätigen kann. Marktkontrolle erbitten. Ja, wie gesagt, das will ich ja ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin ja ehrlich gesagt sogar ein bisschen froh, dass ich diesen Markt habe. Ich will nur nicht der Vasall von denen bleiben. Das ist so die Situation. Wenn wir jetzt anfangen, hier ein bisschen Geld zu haben, Leute, dann fange ich dann doch mal an, unseren Markt ein klein wenig zu entwickeln. I hope so, dass das funktionieren wird. Aber dafür muss ich erstmal auf jeden Fall jetzt hier die Regierungswahl, beziehungsweise die Baumethoden hier verändern. Oh, warte mal, ich könnte jetzt den Gusseisenbau hier mal starten. Komm, ich mach das mal. Wir gehen jetzt hier auf den Gusseisenbau. Ich denke, dass die Preise hier auf dem Markt uns das erlauben dürften an der Stelle, Leute. Und jetzt machen wir nämlich auch schon ein bisschen mehr Baugeschwindigkeit an der Stelle. Allerdings ist es auch ein bisschen teurer. Okay, sind wir mal ehrlich, baugeschwindigkeitstechnisch hat es uns jetzt nicht so unbedingt gerockt, was jetzt hier gerade eben passiert ist. Nee, tatsächlich nicht. Aber wir gucken jetzt mal tatsächlich, dass wir jetzt hier die Bürokratie jetzt hier mal loswerden, denn wir haben noch das ein oder andere zu koren. Aber dafür brauchen wir die Bürokratie wohlgemerkt, ne? Okay, jetzt sind wir schon hoch bei 15, wie mir scheint. Also das Ding steigt hier. Halten wir das mal fest. Also wir generieren jetzt hier so nach und nach immer noch ein bisschen mehr Bauoptionen. Die Frage ist, wo sind hier meine Baudinger hier? Die jüngere Horde stellt sich auf die Seite von Russland. Okay, das ist ein Diplomatiespiel, das sollten wir uns gleich mal angucken. Ob das vielleicht interessant sein könnte. Ah, hier. Genau, ich habe einen Bausektor hier. Für diesen Bausektor bräuchten wir Bürokraten, Büroangestellte, Arbeiter und Maschinisten. Wir hätten es weitgehend, die Bürokraten nicht unbedingt, aber wir werden danach hier nochmal eine zweite bauen, damit ich hier noch mehr bauen kann. Jetzt schauen wir uns mal gerade eben mal jetzt hier diese Situation an. Also es geht hier um das Kasachenkanat. Die wollen von Russland tatsächlich was erobern. Das ist tough. Ängstlich. Okay. An der Stelle bin ich aber mal raus, ne? Also da muss ich ja jetzt wirklich nicht mitmachen. Das ist der absolute Irrsinn. Jetzt sind wir wieder hoch auf 31, ne? Also sein diplomatisches Gedöns ist härter als mein diplomatisches Gedöns. Ich muss also demnächst mal mehr diplomatisches Gedöns forschen. Als Vertreter seiner Wähler, der Grundbesitzer, hat Ebrahim Beck eine förmliche Petition an die Regierung von Afghanistan gerichtet, damit diese ein bestimmtes Gesetz, nämlich die Berufsarmee, verabschiedet. Ich wäre so ein Fan davon. Ich wäre wirklich ein Fan davon. Wir werden sehen, was wir tun können. Ich habe noch einen guten Jahrgang eines Weines. Cool, ich bekomme noch mal ein bisschen mehr Prestige. Ja, ich nehme diese 5%. Das könnte uns tatsächlich sogar noch mal um eine Stufe nach oben wirbeln, wenn wir Glück haben. Aber jetzt will ich mal gerade immer noch mal in der Politik gucken.
Also wir haben die antipersische Gesellschaft, wir haben die antisikische Gesellschaft, wir haben die afghanisch-britische Gesellschaft und die ist sehr, sehr glücklich gerade eben. Endlich! Oh mein Gott! Ich kann jetzt wirklich auf die Berufsarmee gehen oder Nationalmilizen. 87 Bataillone, 14 Bataillone, 25 politische Stärke für die Streitkräfte. Das reduziert die Stärke für die Streitkräfte. Weniger Moralverlust. Die haben noch weniger Moralverlust. Und mehr Einberufungsrate. 1%. 5%. Einflusshebel Widerstand. Oh, das ist geil. Das können wir gebrauchen. Wir gehen direkt auf die Nationalmilizen. Wir überspringen die Berufsarmee. Hey, wir können nicht mal ein Gesetz verabschieden, Leute. Wir können ein Gesetz verabschieden. Ich glaub's ja selber nicht, dass ich das noch erleben darf. Okay, also wir sind jetzt hier schon bei 6 Wochen noch entfernt. Ihr seht, wir benutzen, so wie es aussieht, nur 11,2 von den 15, die wir hier haben. Ich nehme mal an, dass der Rest irgendwo anders gerade eben benutzt wird. Aber wissen tue ich's nicht. So, derweil haben wir eine 23,4%ige Literatisierungsrate. Sehr, sehr gewaltig, sehr, sehr gut, sehr, sehr toll. Das hoffe ich mal echt. Also ihr seht, wir haben jetzt schon 52%. Es gibt keine echten Gegenstimmen. Vielleicht komme ich mit dem einen oder anderen Gesetz aus diesem Klammeraffen-Move der Ottos raus. Das wäre doch mal was. So. Also, jetzt ist das Ding jetzt hier ebenfalls fertig. Wo ist es denn hier? Da. Das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Ja, okay, ich bekomme nicht alle Aristokraten, wie ihr sehen könnt, und auch nicht alle Büroangestellte. Aber ich bin jetzt trotzdem auf 32 hochgekommen. Und wir haben jetzt den Empirismus freigeschaltet, was mir noch mehr Einfluss gibt. Wohlstand durch Bildungszugang. Ich hoffe einfach, dass das Ding dann einfach noch mehr... Also Wohlstand, also ich brauche ja beides, ne? Das ist so ein Zickzack. Wohlstand, Bildung, Wohlstand, Bildung. Und wie so ein... Klettern mit Kletterhaken, ne? Wohlstand, Bildung, Wohlstand, Bildung. Okay, wir können jetzt theoretisch mehr in die Bildung investieren. Die Frage ist, kann ich das wirklich? Nein, weil ich immer noch keine Schulen habe. Es gibt einfach immer noch keinen Willen Richtung Schulen. Das ist sehr doof für mich. Okay, gesellschaftliche Entwicklung. Machen wir mal weiter. Die Romantik. Die bringt uns noch mehr Prestige. Wäre ehrlich gesagt gar nicht so blöd. Gesundheitswesen weiß ich gerade eben nicht. Gesetzeshüter brauche ich gerade eben auch nicht wirklich. Börsenplätze. Nee, ganz im Ernst. Ich hole mir jetzt hier die Romantik für noch mehr... Oh, wir sind schon in der Debatte. Nice. Also, für noch mehr Gedöns. Ihr wisst schon. Für noch mehr Prestige. Damit ich mich so langsam aber sicher Richtung Mittelmacht so einigermaßen zumindest bewegen kann. So, der Bausektor baut. Das ist toll. Jetzt will ich gerade eben mal gucken. Gibt es irgendetwas, was auf meinem Markt zu teuer ist? Also, wir könnten immer noch Stühle machen, wie man sieht. Klamotten wären nicht schlecht. Man könnte auch noch Opium machen. Das dürfte eigentlich ohnehin relativ gut gehen. Weil das einige Leute qualifizieren dürfte. Oh, was ist da? Dienstleistungen. Die Dienstleistungen fangen an, teuer zu werden. Marktplätze würde Glas brauchen, was ich nicht habe. Gaslaternen würde Kohle verbrauchen. Was ich auch nicht habe. Bringt aber Infrastruktur. Ach Gott, ich habe ja immer noch keine Kleriker. Also die Produktionsmethoden, die wir haben, sind schon sehr, sehr einschränkend. Ich sag's euch. Ich versuche mich hier gerade die ganze Zeit also am eigenen Schopf hier rauszuziehen. Und das Spiel so... netter Versuch. Kann keine Staaten verlangen. Wissensaustausch. Ah, ich habe bereits einen Wissensaustausch. Also ich meine, ich profitiere gerade eben schon hart von den Ottos. Ne? Darf man nicht vergessen. Ich profitiere wirklich hart davon. Deswegen geht hier auch einiges gerade eben nach oben. So, jetzt schauen wir gerade eben. Da wird einfach auch gerade eben noch nicht wirklich was gebaut. Ich könnte ein bisschen Kohle machen. Das wäre sehr, sehr teuer. Würde Werkzeuge kosten, würde Arbeiter und Verkäufer verbrauchen.
Davon haben wir nicht sehr viel hier. Dieser Staat ist schon ziemlich ausgelutscht. Hier haben wir noch 6.000. 49.000. Die meisten davon sind Bauern, aber wir haben auch Arbeiter und Landwirte. Oh, Arbeiter und Landwirte? Was hören da meine geröteten Ohren? Dann bin ich dann doch echt am Überlegen, ob ich hier... Ich guck mal gerade immer. Die Nahrungsmittelsituation ist nur leicht erhöht. Ja, der Zucker ist völlig irrelevant. Viehhöfe, Fleisch ist auch relativ billig. Opium. Warum arbeitet hier noch keiner? Okay, die stellen gerade eben ein. Wir produzieren also de facto Opium. Ich denke, wir werden mehr Opium machen. Genau, Landwirte und Arbeiter. Wir machen also jetzt erstmal hier noch mehr Opium. Damit können wir sehr, sehr gut leben und umgehen. Wir sind hier 12,7 am Start. Kann ich noch mehr planen? Hier fehlen 6.000. 182.000 Menschen hier. Das ist nicht wenig. Aber hier haben wir ein Problem mit den Herrenhäusern. Boah, ohne Witz, ich bin... Ich versuche... Es ist total bescheuert, aber ich werde versuchen, eine Universität zu gründen. Ich werde jetzt wirklich versuchen, eine Universität zu gründen, um hier die Bildungsmisere ein klitzekleines bisschen zu mildern. Genauso auch hier. Also da, wo ich am meisten Pops habe, wo es am meisten Sinn macht, dass man da rein investiert. Alles andere wird sich dann so nach und nach ergeben. Ja, immer noch hier 52, okay. 23,9. Also es ist schon krass, wie diese Alphabetisierung nach oben geht. Alleine durch diese eine Maßnahme. So, inspirierende Rede fesselt die Öffentlichkeit. Heute Nachmittag hielt Timur Jan, das Oberhaupt einer Interessensgruppe, nämlich der Landbewohner, eine Brandrede für die Einführung eines neuen Gesetzes, nämlich Nationalmilizen. Das ist schön. Ja, das ist sogar sehr, sehr schön. Wir werden allerdings... Oh, warte mal, wie legitim sind wir eigentlich? Wir haben immer noch 100% Legitimität. Das ist total toll. Das resultiert aber auch, glaube ich, ein bisschen aus... ein Agitator erscheint. Das könnte einer der... Ja. Den habe ich jetzt einfach bekommen. Okay, den habe ich jetzt einfach bekommen. Der ist autoritär. Er billigt Oligarchie, Autokratie und Einparteienstaat. Er billigt Zensur und keinen offenen Dissens. Er billigt Nationalgarde und Geheimpolizei. Du bist ein Intellektueller. Okay, also er ist ein Abolitionist, liberal, antiklerikal, republikanisch und abolitionistisch. Antiklerikal ist ein bisschen doof, weil ich eigentlich die Priester hier drin haben wollte. Hey, guck mal, die Landbewohner sind total happy hier. Sie sind randständig, aber sie bringen mir noch mehr Infrastruktur. Die Streitkräfte bringen mir mehr Militärforschungstempo. Ja, mehr Defensive und Offensive wäre cool. Die sind alle gerade sehr, sehr glücklich. Es gibt ja auch noch mehr Bekehrungen, die hier gerade eben stattfinden. Wir haben einen sehr gut funktionierenden Staat. Jetzt wäre es halt bloß geil, wenn wir demnächst auch noch sowas wie Schulen mal bauen dürften. Aber dafür interessiert sich ja momentan absolut niemand. Okay, wir haben jetzt 68% ist hier bei den Nationalmilizen. Und dann geht es hier noch weiter mit. Der ist sehr zufrieden und geht in den Ruhestand. Warum gehen die so schnell? Der sieht schon, oh ja, die machen schon alles, was ich will, dann gehe ich mal. Ist das das, was hier gerade passiert? Ich vermute es. Aber wissen tue ich es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Na, wir müssen gerade sowieso noch warten, bis hier unsere Verrufenheit noch ein bisschen zurückgeht. Und dann werden wir anfangen, ein klein bisschen an Persien zu knabbern, oder? 46 plus 23. Ja, das wäre natürlich absolut ideal, weil die Autos dann auf der anderen Seite sind. Ich müsste mir dann so viel von Persien einverleiben, wie nur geht. Ich wollte auch mal gerade mal gucken, wie viel... Ich habe doch noch irgendwelche Ansprüche. Wo sind die denn?
Unser Freiheitsstreben ist übrigens momentan die gehen Richtung Autonomie verringern. Mino likey. Absolut nicht. Also der versucht immer noch hier die Beziehungen zu verbessern, wie blöde. Boah, und er ist immer noch hier Rang... Nee, der ist Rang 50? Nee, ich bin Rang 50. Also ich müsste halt einfach den Rang noch weiter erhöhen, ne? Dann wäre es wahrscheinlich irgendwann mal für ihn schwerer, mich zu halten. Allein deswegen müssen wir Persien essen. Und ich werde versuchen, dass er mir dabei hilft. Kann ich eigentlich Kandahar erobern? Ich probier's mal. Wir werden es wirklich versuchen, Kandahar noch zu erobern, Freunde. Wir mobilisieren unsere Hauptstreitkräfte. Den Rest brauchen wir fürs Erste nicht wirklich. Gesetz ist schon bei der Annahme, das ist nice. Okay, mehr als das kann ich sowieso nicht machen, weil danach existieren die ja nicht mehr. Wir sehen, dass die Ottos da nicht wirklich mitmachen wollen. Das ist hochgradig interessant. Potenziell mitmachen wollen die Briten. Wisst ihr, ich wäre ja dafür zu haben, dass ich quasi befreit werde, wenn die Ottos mal irgendeinen Krieg verlieren. So nach dem Motto, so die Ottos verlieren, also führen dann den Krieg als Hauptkriegsziel oder Hauptkriegspartner. Und dann machen die sozusagen, ja, Staat befreien. Das wäre aus meiner Sicht sehr, sehr angenehm. So. Also die Briten wären dabei und auch hier British-Ostindien-Kompanie wäre hochgradig interessiert daran. Jetzt sehe ich bloß keinen Grund, das jetzt hier irgendwie auch nur ansatzweise in die Wege zu leiten. So, jetzt haben wir die 42-44. Geilo. Ich kann jetzt hier diese Inkorporierung starten. Sehr, sehr nice. Oh, ist das gut. Und die Romantik ist freigeschaltet. Nochmal ein bisschen mehr Prestige. Wie viel Prestige habe ich eigentlich? Ich möchte wissen, wie viel Prestige ich habe. Ich bin momentan hier mit läppischen... Wie viel habe ich denn? Prestige? Achso, hier. 87. Ich habe ein Prestige von 87. Aber mein Bruttoinlandsprodukt ist... Hä? Warum bin ich denn hinter den Ionischen Inseln? Moment. Also wir sind eine Nebenregionalmacht. Ah, ich kann keinen höheren Rang als Nebenregionalmacht erreichen, da es ein Klientelland des Osmanischen Reiches ist. Dies begrenzt es zunächst auf die Weltrangliste, auf der es maximal Rang 50 erreichen kann. Boah, ey, ich muss doch da irgendwie mal rauskommen können. Oh Gott, oh Gott. Gehen wir mal auf die Suche. Das ist doch sicherlich irgendetwas bei Gesellschaft, oder? Realismus. Dialektik. Psychiatrie. Egalitarismus? Nee. Nationalismus. Schaltet Ethnostaat, Bürgerschaft, organisierter Sport, bla 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 frei. Charakterinteraktion, nationale Aufwiegelung, Anstacheln für Agitatoren frei. Das würde aber 8 Jahre dauern, das ist viel zu lang. Währungsstandards, Kopfsteuern. Kopfsteuern würden uns massiv helfen. Ich mach mal Kopfsteuern. Ich will mal gerade mal gucken, wie ist momentan die Besteuerung? Die Besteuerung sind Grundsteuern. Gegen die Kopfsteuern würden die Grundbesitzer sein. Und die Gewerkschafter. Es bleibt knifflig. Ich gebe zu, dass ich gerade eben nicht auswendig weiß. Oh Gott, Metalle sind so teuer. Ich weiß gerade eben nicht auswendig, wie ich da jetzt gerade eben aus der Nummer rauskommen soll. Was? Machtblockstatue. Erhöhte Beschäftigung? Nee, das brauchen wir nicht. Ich brauche keine Machtblockstatue.
Wie sieht's hier aus? Die sind hoffentlich jetzt hier voll besetzt. Ich werde auch dann nochmal mehr da bauen. Wir sind jetzt zum ersten Mal an dem Punkt, dass wir jetzt hier mehr produzieren können, Leute. Das ist total toll. Ja, da interessiert sich anscheinend keiner so die. Also. Und wir haben jetzt die Nationalmilizen. Geilo. Auf einmal hat sich meine Armee halbiert. Meine Armee hat sich halbiert. Das war irgendwie zu erwarten, wenn man so drüber nachdenkt. Also 14 plus 10. Aber dafür müsste ich jetzt halt hier die wehrpflichtigen Linieninfanteristen einberufen. Und das mache ich jetzt erstmal nicht, ne? Das mache ich jetzt hier natürlich erstmal nicht. Das wäre Unfug. Aber ich spare dadurch jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Geld. Also ich meine, gegen den hier komme ich auf jeden Fall trotzdem an. So, sind wir übrigens dann doch wieder 49 geworden. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber wir sind 49 geworden. Ja, komm, das wird jetzt hier nicht lange dauern, hier mit Kandahar. Afghanistan, wir haben halt nur eine schwarze Flagge. Warum haben wir hier nur eine schwarze Flagge? So, das war's schon. Bitte akzeptiert eure Niederlage, Freunde. Es ist besser für alle. So, niedrige Organisation für die Armeen. Ja klar, ich habe ja auch keine anderen. Militärgehälter, Waren für Militärgebäude, Regierungssklaven, Regierungsgehälter, die sind inzwischen ordentlich hoch. Und wir machen hauptsächlich diese Bauwarenlandesausgaben, die uns jetzt hier gerade eben einiges vom Kopf fressen. So, ein Mann von Niedergeburt. Ach so, ja, das ist schon wieder bei den Intellektuellen, das hatten wir schon mal. Wir sind natürlich dagegen, dass der hier irgendwas zu sagen hat. Der Zustrom ausländischer Investoren aus Großbritannien hat bei den nationalistischen Gruppen Ängste geweckt. Die Landbewohner, stets auf der Hut vor ausländischen Unterwanderungen, hat darauf begonnen, gegen britische Interessen Lobbyarbeit zu betreiben. Warum könnt ihr nicht gegen die Ottos was machen? Ich möchte, dass ihr also eher gegen die Ottos was macht. Das ist das Verrückte, dass die Ottos anscheinend überhaupt gar kein Thema in meinem Land zu sein scheinen. Das finde ich sehr, sehr wild. Hey, geil, wir sind schon bei 24,9, Leute. Also wir schießen gerade eben wirklich durch die Decke. Aber es ist halt natürlich trotzdem ärgerlich, dass ich es immer noch nicht schaffe. Ja, das mit der Berufsarmee wurde ich beauftragt, aber das werden wir nicht tun. Ich habe die Nationalmilizen. Und die will ich jetzt erstmal behalten, auch wenn die Regierung das nicht gut findet. So, mein lieber Freund und Kupferstecher, jetzt wird es mal Zeit, dass dein Kriegswille aber sich endgültig mal verabschiedet hier. Und du dich jetzt von uns hier inkorporieren lässt. Ja, solange er, glaube ich, noch... Der Kapitulationsfortschritt muss, glaube ich, gegen Null gehen. Der geht gerade eben pro Woche an die 10 zurück. Ja. Ungefähr 10. Es sind eher 11. So, wir sind jetzt hier bei 5. Sag mal, kann der mal aufhören? Warum hat der diese Power? Kann ich die Briten nochmal um irgendetwas bitten? Ich meine, ich habe jetzt schon einen Verteidigungspakt. Nee, ich will auf jeden Fall die Unabhängigkeitsunterstützung weiterhin von ihnen haben. Kann ich bei euch solche Dinge auch machen? Nee, ihr habt kein Interesse daran. Aber ich kann nochmal versuchen, mit den Russen hier versuchen, mich irgendwie gut zu stellen. Die Unabhängigkeitsunterstützung werden die wahrscheinlich nicht so leicht machen. Ägypten könnte man auch noch versuchen zu bezirzen, aber das kann ich. Doch, ich kann Ägypten bezirzen. Wir bezirzen Ägypten. Kann ich auch die... Nee, Österreich kann ich nicht. Okay. So, habt ihr jetzt endlich die Nase voll, Freunde. Meine Güte, jetzt gehört es endlich uns. Und es ist bereits ein inkorporierter Staat und damit ist alles hier toll. Ausgezeichnet. Fische machen wir übrigens auch hier. Die Fische sind nicht übermäßig teuer, aber auch nicht übermäßig billig. Fischschlepper. Mehr Maschinisten, aber weniger Arbeiter werden benötigt. Moment.
Maschinisten hätte ich genügend davon, aber ich werde deswegen trotzdem nicht damit anfangen. Weil ganz im Ernst, ich hätte andere Ziele hier. Blei. Brauche ich Blei? Oder brauche ich eher immer noch Eisen? Also ich baue jetzt gerade eben erst, ja, ich baue erstmal nochmal jetzt hier nach des Eisens, mache ich erstmal jetzt hier die Universität von Belutschistan und danach die Universität von Kabulistan. Ich finde es immer noch wild, dass ich nichts dagegen machen kann, um die Beziehungen zu beschädigen zwischen uns. Diplomatieforderungen. Keine. Die auf Staaten abzielen. Ja, keine. Das System soll mal einer verstehen. Und ich kann hier ja gar nichts tun, ne? Nee, nicht wirklich. Wöchentliche Änderung. Aber das Ding hier geht auch nicht voran, ne? Also ich blockiere ihn auch gerade eben so ein bisschen jetzt hier in seinem Machtbestreben. So gesehen finde ich das eigentlich ganz, ganz drollig. Ich bin so gespannt, ob diese Universität zu irgendwas taugt am Ende. Ganz im Ernst. Ich war selten so gespannt. Der Werkzeugmacher läuft hier. Der Papiermacher läuft auch. Holz ist auch nicht übermäßig teuer. Das hier geht auch gerade nach oben. Wir haben immer noch wenig Artillerie. Aber was soll ich dagegen machen? Kann ich in meinen Augen gerade eben nicht allzu viel. Mir ist es eigentlich relativ egal, ob die Grundbesitzer nochmal loyaler werden. Ich meine, die sind ja schon ziemlich loyal. Oh, ich kann jetzt endlich Kolonialämter machen? Yes! Auf jeden Fall. Warte mal. Grenzkolonisierung. Migrationsentgrenzung in nicht kooperierten Staaten aktiviert die Institution Kolonialamt. Ja, Kolonialwachstum. Also ich werde versuchen, das Kolonialamt als Gesetz zu bekommen. Wir kolonisieren dann, wenn alles geht, hier die Turkmenen. Bevor es die Russen tun. Denn die tun es momentan noch nicht. Das Hauptproblem ist bloß, dass ich da noch Dinge tun muss. Egal. Also, die erste Universität ist da. Die Universität von Kabulistan ist da und sie ist bestimmt ein Debakel. Ach, wisst ihr, die machen das jetzt hier einfach so. Sie bringen sich gegenseitig den Scheiß bei. Ey, ganz im Ernst, jedes bisschen an Bildung, was die uns jetzt hier ermöglichen, ist einfach ein Riesengewinn. So sehe ich das. Ihr seht, die verbrauchen natürlich jetzt hier Papier. Dadurch wird Papier jetzt enorm teuer. Kann ich Papier einkaufen? Nein. Das ist schlecht. Das heißt also, wir werden auch noch mehr Papier machen müssen. Das war doch hier, wenn ich mich nicht irre. Nee, das war hier. Oder war es hier? Hier war es. Also eigentlich müsste das Ding doch jetzt hier einen richtigen Reibach machen. Oder warte mal, haben wir hier wieder ein Problem mit... Ah, ja. Wir haben hier ein Infrastrukturproblem, Freunde. Und das, obwohl wir schon den Straßenerhalt haben. Das ist ein Problem. Sogar ein enormes. Die haben ihren eigenen Submarkt hier. Weil die Infrastruktur es nicht anders erlaubt. Was ist da los? Moment, irgendwo war doch da gerade was. Hier, Intellektuelle, wo Zwietracht herrscht. Eine einflussreiche Fraktion, nämlich die Intellektuellen, sind verdrossen darüber, dass sich die Mitglieder gegenüber eines bestimmten Gesetzes der Kolonisierung neutral zeigen. Sie selbst unterstützen das Gesetz und haben nun den Entschluss gefasst, eine eigene politische Fraktion zu... Ach ja. Sollen sie doch ruhig. Aber wir machen hier auf jeden Fall dieses hier. Andere Leute, die Grundbesitzer, strecken diesen Eigentümern eine offene Hand entgegen. Wir strecken ihnen eine eigenbrötlerische eigene Hand entgegen. Oder offene Hand, oder wie auch immer.
So, es ist halt, meine Armee ist jetzt, was, jetzt bin ich auf 47 hochgerutscht. Ich dachte, ich kann nicht höher sein als 50. Also ich kann jetzt anscheinend nicht höher als 47 sein. Wahrscheinlich sind die Nebenmächte dadurch jetzt hier einigermaßen verschwunden. Hm. Wir werden es beim nächsten Mal rausfinden, meine lieben Freunde. Hoffe ich doch mal, was ich tun kann. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.